Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro Online. Heute mit einem eigenen Deck, weil keine mehr da sind. Von euch. Und an den Werten Shadow Angel. Du hast uns die Replay-Datei geschickt, du Vogel. Und kein Deck. Ja. Red Redact wurde nochmal komplett überarbeitet. Immer noch keine endgültige Version. So sieht's halt aktuell aus. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jo. Hallo Forstrix. Rich heißt mal heute, wie es aussieht. Jo. Und dann Dingens hier, Vanishing, oder? Oder wie? Ich kann mir nie merken, wer war Vanishing, welcher war Fuzzy. Wir nehmen Vanishing war der Special, oder? Ja, genau, Vanishing. Wieso habe ich... Ach ja, ich darf mit dem ja keinen Pain Lanius raussuchen. Mäh. Richtig. Dann würde ich Vanishing nehmen. Da, wir können Sharp. Wir können auch Sharp nehmen. Ich glaube, Sharp ist die... Nee, Tribute natürlich. Zack. Jetzt pass mal auf. Dann aktivieren wir das. Kriegen damit das Nest. Dann specialen wir das. Aktivieren das Nest. Und weiter geht der Spaß. Nest. Und jetzt haben wir Pain. Oder halt Last Tricks, je nachdem, was wir wollen. Ja, Last Tricks wäre die Alternative, weil damit kriegen wir im nächsten Zug, weil wir haben die Skip, den, das Skip Force. Ich glaube, wir machen das. Ja. Zack. Ja, Zugende. Ja, Ende. Das Problem ist ja, dass Forstrix die Kleinen nicht raussuchen kann. Ne, wir suchen nur die Vierer. Schade, schade. Aber dafür gibt es ja das Nest. Ja. Okay. Okay, das dürfte. Ach so, das ist Red Resonator. Dragon. Red Dragon Resonator. Schau mal, was jetzt passiert. Ja, jetzt hat er erstmal. Ja, gut, das ist. Life Points, das juckt mich nicht. Nicht wirklich. Wir haben gleich den Ultimate Falcon liegen. Und dann juckt uns eh nichts mehr. Auch das ist richtig. Außer Außer wir wir holen überleben einen den Zug Novadrachen. nicht. Das ist ein Panzerdrache. Ja, und jetzt? Jetzt hast du den Panzerdrachen. Was machst du mit dem jetzt? Das ist ein Moonlight Dragon, der aus Ja. unseren Forstricks auf die Hand zurückschießt und uns einen Fuzzy aus dem Deck sucht. Nett von dem Kerl. Sehr freundlich. Aber gut, nochmal kommt das nicht, weil wir keine Stufe 5 oder höher specialen werden. Richtig, die eine Set macht mir schon mehr Sorgen. Müssen wir jetzt riskieren. Leider. Ich mag Setcards nicht, wenn es um sowas geht. Ja, riskieren wir es. Go for it. Soll ich nur das Nest nicht vergessen? Aber jetzt erstmal. Die Warning kassieren. Müsste eine sein, nachdem das er jetzt gerade wartet. Oder halt irgendwas total Belangloses. Das ist die Skip Force, das ist die Skip Force, richtig. Komm schon, Warning! Jetzt muss es die Warning sein, weil ansonsten alles andere funktioniert nicht. So ziemlich alles andere funktioniert nicht. Ah, Ja danke. gut, GG.
Gut. An der Stelle haben wir dann gewonnen. Nein, haben wir natürlich nicht. Aber es ist schon sehr vorteilhaft, das Board gerade für uns. Ich denke, wir spielen noch den hier wegen Ja, Search. einfach damit wir das Nest machen können. Ach ja, und außerdem geht es ja damit weiter. Hä? Genau, jetzt kommt ja der Weil jetzt kommt der Pain. Dingens hier wieder, der Ding. Der Zug dauert jetzt noch eine Weile. Nö, dauert er gar nicht. 500 Life Points. Ein Preis, den es durchaus wert zu zahlen ist. Hallo, nächster Strix. Oder der von vorhin, je nachdem, wie du gerade angeklickt hast. So. Und mit dem würde ich jetzt sagen, holen wir uns aber einen Dingens hier. Vanishing. Ja. So, dann gucken wir noch mal ganz schnell, was gleich wieder der Fünfer konnte. Er konnte direkt angreifen und wenn er dann direkt angegriffen hat, irgendwas kaputt oder allgemein das Special das kaputt machen. Das heißt, um eine Schadensspitze zu maximieren, könnte man das durchaus machen, ja. Also würde er erstmal den Moonlight zerschießen, dann direkt angreifen, dann sein Vieh nochmal, dann sein das andere Vieh zerschießen, dann würde der Ultimate Falcon direkt angreifen. Aber es wäre kein Kill, es wäre nur eine Schadensspitze. Es wäre aber, denke ich, trotzdem ein Engage, der es wert wäre. Dann mach's. Sag mal, was hat der da eigentlich? Halt, ist den Effekt aktivieren. Ach ja, genau, Bevor der du kann ja das. Battle. Aktivieren, genau. Ach so, genau, dann zerlegt er erstmal alles. Dich? Wir detachen wieder nicht den Fuzzy. So, und jetzt direkt angreifen für den anderen Effekt. Do you want to attack directly? Ja, bitte. Wir haben gerade irgendwas übersehen. Ich muss gerade auch überlegen, was das war. Wahrscheinlich der Effekt. Irgendwas haben wir übersehen. Die Frage ist, was haben wir übersehen? Jetzt greifen wir das mal an. Irgendeine hat mit dem Effekt gehabt, dass wir keinen Schaden machen in dem Zug. Wahrscheinlich der kleine Strix, oder? Hat er das gehabt? Der Last? Er las nicht, das Kleine. Ja. Ja, der war's. Okay. Hoppala. Passiert. Scheiß drauf. Wir haben einen Ultimate Falcon. Ja, das Deck ist immer noch am Testen. Das weiß er, hat ja nichts mit dem Deck zu tun, das ist einfach nur ein spielerischer Fail von uns. Ja. Ah, okay. Die Donato. Rotor des Decks. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich es gar nicht mal so cool finde, dass Utopia the Lightning eine Manga-Promo bleiben wird. Hat nämlich dann leider den dummen Nebeneffekt, dass wir ein Supermonster weniger kriegen, um solche Dinger zu removen. Das wird auf DevPro aber keinen so wirklich interessieren, habe ich das Gefühl. Nee, auf DevPro nicht, aber ich sage es nur. Naja, bis wir sowas wie den Ultimate Falcon kriegen, dauert es ja eh noch. Was kann der? Die Das ist ein Karte roter besitze Super. ich, aber ich weiß immer noch nicht, was die kann. Super. Ah. Problem ist nur, der Ultimate Falcon ist immer noch gegen sämtliche Karteneffekte immun. Ja, er kann jetzt allerhöchstens. Nix kann er. Er kann jetzt. Target. Ah! Das ist nicht schlecht. Also gut, es ist zwar der gleiche Resonator, aber so im Prinzip ist es nicht schlecht. Das langt für einen roten Nova-Drachen, oder? Nee, Quatsch, Stufe 12, nicht Stufe 10.
Scarlight Red Ring Archfiend, okay, der der ist bringt auch auch. nichts. Was ist das jetzt? Das ist ein Heavy Storm. Das ist ein Heavy Storm. Nee, das ist sogar ein und das ist ein Harpy Swipe. Und das ist ein Hot Red Ring Archfiend Bane. Ja, der zieht bloß gleich. Und wenn er jetzt nicht drüber rennt, also wenn er jetzt nicht even tradet. Ja, die Sache ist, es ist eine Lose-Lose-Situation. Entweder er tradet even. Und dann steht, liegt der Falke noch. Und dann liegt der Falke noch. Oder er tradet nicht even, so wie er es gerade eben gemacht hat. Dann decreased jetzt aber gleich Ultimate Falcon die Attack von dem Viech um 1000 und rennt einfach drüber. Richtig. Das war. Insofern ist also es. Hatte, das war wahrscheinlich gerade seine einzige Chance, den irgendwie. Oh, dort Heal. Ja, fass ja, bitte. Das war eigentlich deine einzige Chance, den Ultimate loszuwerden. Aber hätte er erst das gemacht, hätte er mit leerem Board und leerem Blatt dagestanden. Also es war, ja, wie du gesagt hast, Lose-Lose-Situation. Bei Rota Nova geht nicht mit den beiden. Und selbst Rota Nova hat ihm nicht weitergeholfen. Oder hätte der? Doch, ich glaube, der hätte ihm weitergeholfen. Dieser Verbrennungseffekt. So, jetzt gucken wir, dass wir hier wieder was gestartet kriegen. Ja, wir öffnen mit, das können wir machen, brauchen wir aber gerade noch nicht. Ich guck mal gerade, der hier. Nee, der bringt uns nicht weiter. Doch, natürlich wir bringt er uns ja, weiter. Nicht direkt, wir kriegen ihn eh nicht auf Null runter. Der hat viel zu viele Lebenspunkte. Gib Force, brauchen wir. Wir banishen von der Hand. Den Necrovulture. Buch, das sah gerade komisch aus, aber egal. So, also dann heißt es jetzt erstmal Vanishing. Erstmal Vanishing. Richtig. Und mit dem Tribute. Und jetzt kommt erstmal ein etwas längerer Zug, Leute. So, Tribute tut Mimikry weghauen. Tut weghauen vor allem. Ja, tut weghauen. Das war fast richtig. Und dann tut Mimikry sich verbannen. Das war jetzt Absicht. Tut ein Tun. Und hallo Nest. Aber das ist auf Englisch eigentlich auch Nest. Mal gucken, wann der Typ abhaut. Oder ob er abhaut. Warum heißt es auf Englisch ebenfalls Cyber Dragon 3? Fragen über Fragen. Und 2 ist, glaube ich, auch 2, oder? Ich hätte eh immer misstrauisch, wo im Englischen ein deutsches Wort benutzt wird. Wir nehmen uns mal vom Deck einfach den nächsten Tribute. Und hallo Strix. Also dieses Deck kann die Gegner so hart outlassen. Ja, guten Abend, nächster Force Strix. Guten Abend, nächster. Na, jetzt nehmen wir mal einen Sharp. Schön große Auswahl. So, und jetzt kommt der Fuzzy. Hallo Fuzzy. Hallo Pain. Hallo Pain. Und hallo noch ein Strix. Der letzte wohlgemerkt. Der Vanishing. So. Und hallo Revolution Falcon. Genau. Effekt, bitte. Die werden in der Reihenfolge aktiviert, in der es auf der Karte steht. Ja. Na dann. Die wurden eh alle gespecialt, von daher ist die Reihenfolge völlig egal.
und Bubs. Das ist so gut. Zack. Ey, gut, der kann so rendern. Was will der jetzt haben? Selbst ein Random Rank bringt ihn nicht weiter, weil Ultimate. So. Und oh, du kontrollierst ja gar keine Monster. Na, das ist aber schade. Und 1000 Schaden. Einfach weil das kann, Brums. Alter, der Ultimate Falcon ist so eine geile Karte. Ja. GG. Ja, das war klar. Gut, ja. Ich sag, wir sind immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Deck, aber so sieht es gerade aktuell aus. Vielleicht stellen wir es nochmal vor, wenn eine endgültige, abgesegnete Version ist, wo wir sagen können, so nehmen wir sie. Aktuell aber noch nicht, deswegen bitte noch ein paar Decks einschicken und bitte Decks und nicht Replays. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.